So, los geht's. Jo, willkommen zurück zu Pokémon Feuerrot. Randomizer Nuzlocke Challenge. Nach kleinem Debakel mit dem Layout habe ich jetzt den Part jetzt ruhig gestartet. Und ja, wir haben Xenmas auch dabei. Hi, tschüss. So. Wir waren erstmal die Frage nochmal stellen, die ich ja eben gerade gestellt habe, aber egal. Bin ich denn der erste Gast in diesem Let's Play? Nein, du bist der dritte. Wer die anderen beiden sind, das erfährst du in dem morgigen Part. Also, von Zeiten Aufnahmen, wir bekommen erst morgen Part 4 raus. Kannst du. Oh, ich bin Aerodactyl. Das ist jetzt für mich ganz, ganz neu. Das ist ja, wie gesagt, die zweite Aufnahme. Ah ja, und du hast Münzerblätter als Item bei dir, weil ich bräuchte Geld. Dark Moon ist Tengulus. Das ist, kennt man ja. Mit nutzlosen Attacken. Ah ja, immer. Erstens, Naturkraft. Ja. Naturkraft, naja, Wachstum, Tengulis ist klein. Härtner, nein, Geduld hat Dark Moon nicht. So, Härtner, da haben wir Gyros alias Asmodeus als Togetic. Okay. Ja, nennt sich halt auf Discord Gyros und dann nennt sich auch auf Twitch Gyros, also habe ich einfach nach Gyros gegeben. Das weiß ich. Deswegen. Der gute Keks, mein Starter, ist ein radiertes Mülltank. Hallo? Miltank ist Inba und Keks ist ein Keck. Das passt nicht. Das ist ja auch. Und wir haben Meier. Ja, Akau, bitte. Gab es die Attacke schon in der dritten Generation? Ja. Genau, wie Faunastadt und Lurekanona. Die gab es schon. Stimmt, ja, lernt man doch auch von den Islands, von diesen Islands. Ja. Und wir haben Meier 3.0 schon. Mit als Visor. Was sogar bisher am längsten überlebt hat. Ist der echt schon zweimal davor gestorben? Ja, aber einmal Pudox, einmal Papinella. Nutzlos. Und Jenny, Wer ist überhaupt der Meier? Ein guter Kollege vom Keks. Kenn ich nicht. Und vor meinem letzten Livestream damals ist er bei mir irgendwie schon 6-mal so gestorben, deswegen habe ich als Running-Gegner mal hier einfach eingebaut. So, damit du auch Überblick hast, erstmal die verstorbenen Pokémon. Du trainierst nicht Suicune. Habe ich erst im letzten Part geholt. Wir haben Meier Nummer 1, was ein Panikon war, was tot ist. Dann Pikalink ist auch tot. Armes Pikalink. Maya 2.0, Papinella ist auch tot. Papinella. Ventias Fan als. Das tut immer noch was? Weh. Ein Ventias kann doch nicht sterben. Der ist doch Bartolomeo. Da hab ich mich ein bisschen so in One Piece gehalten. So Bartolomeo Bär. Weiß ich, wollte ich gerade sagen. Na, es gibt ja zwei Bartolomeos. Ist mir egal. Und Peter. Peter Parker. Spider-Man. Ist auch tot. Ach so, ja. Aber der neue Trailer von den neuen Spider-Man vom Homing. Ja, Far From Home, ja, der war nice. Aber man muss ihn nur anschauen, wenn man da schon Endgame geschaut hat. Ja, das ist klar. So, da haben wir Glitchy als Europe, Yunus als Pupita, Pika Blue. Pika Blue ist Meryl. Ist Azuril. Da haben wir noch Baloo. Ich wollte eigentlich nach diesem einen großen Wal von One Piece benennen, mir ist aber ein Name nicht mal eingefallen, habe ich einfach Baloo genannt. Ich dachte jetzt an Baloo hier von Tollkühne. Ja, davon habe ich auch den Namen, naja. Achso. Da haben wir Ziggy, das Zigzag, was dann eigentlich ein Evoli war. Ja, der hat eine Riesenperle bei sich, ich weiß. Wollte ich gerade sagen. Limit Breaker als Tauros und das Suicune habe ich von Spielhalle. Erstmal ein drogensüchtiges Suicune, Crystal Meth. Habe ich von der Spielhalle geholt. Als geschenkter Encounter. Das ist schön. So, Fjorden habe ich ja schon, deswegen gehe ich jetzt zum Lavandia-Turm. Vorher erstmal einen Rivalen raus und hol mir dann den nächsten Encounter. Okay. Was habe ich eigentlich ganz vorne jetzt eigentlich? Bin ich nicht geschaut. Wenn man jetzt Pokémon Spasti schauen würde, würden die ganzen toten Pokémon kommen. Du hast uns alle oben gebracht! Und da, genau. Da ist der Großvater! Da ist der Großvater! Ja! Und ich habe eine kleine Sache, worüber wir reden können. Dann schieß mal los. Godzilla 2, der ja bald kommt. Oh, King of the Monsters, also ja, Mann. Ich freue mich so derbe auf den Film. Na, ja, der spielt ja ungefähr hier fast 50 Jahre nach Skull Island. Und ich bin echt gespannt, ob der Loki-Schauspieler auch dabei sein wird in den zweiten Teil. Ach, weil King Kong hat ja mitgespielt. Ist ihm auch gefallen, dass Messen Godzilla-Teil die Scarlet Witch mitgespielt hat? Also diese Wanda, diese rote Zauberin aus Avengers. Nee, ich glaube nicht. Ich habe Skull Island ja nur ein einziges. Nee, ich rede jetzt von Godzilla 1. Ach so, Der Film von King Kong habe ich bis heute nicht geschaut. Skull Island hast du nicht gesehen? Nee.
Boah, hat mich irgendwie nicht so interessiert, wenn ich ehrlich bin. Boah, doch, der Film ist gut aussehen, spielt ja auch Loki dann. Weil ich wusste ja davor noch nicht mal, ja, das Loki spielt das weiter, aber ich wusste davor noch halt noch nicht, dass sie jetzt aus dem Filmuniversum daraus machen wollen jetzt. Wie jetzt mit Marvel zum Beispiel. Oh, jetzt musst du noch schauen. Ja, dann Link, dann kannst du schauen. Dann werde ich mir dann mal nachholen später. Ja. Später hole ich mir dann mal nach. Roselia, los, Sam! Wir machen hier gerade ein Rivalen-Battle jetzt. Herzloser Tag. Ich sag mal so, da du eh die Pause eh schauen willst, kann ich dir ruhig auch sagen. Neben Rocco und Giovanni waren das waren die einzigen Tränen, die mich schon hart auseinandergenommen haben. Und der Rest war noch so easy peasy bis jetzt. Du hast mich an deiner Seite. Ja, davor war es noch namenslos. Ist mir jetzt von so aufgefallen, stimmt ja, ich hab noch Xenos keine Nacht und kein Pokémon benannt. Ich darf den Running Gag nicht verletzen. Ja, ich muss immer ein Pokémon sein. Hm. Irgendwann, wenn ich wieder Let's Play, dann mache ich auch von dir ein Pokémon. So Running Gags, Alter. Die leben noch. Ich bin auch an überlegen, bevor du halt das, die Info gemacht hast, dass du ja wieder mit YouTube anfangen willst, bin ich auch schon mal überlegen, hier wieder mal ein Let's Play zu machen, dass ich, sage ich mal, hier Mittwoch und Sonntag jeweils ein 45-Minuten-Part raushaue, aber... 40 Minuten ist viel zu lang, glaub mir, mach höchstens 20 Minuten, das wäre genug, weil keiner gibt dich wirklich 40 Minuten ein Part, glaub mir. 45? Ja, noch schlimmer. Keiner gibt dich wirklich einen 45-Minuten-Part. Doch, treue Fans. Welche denn? Younes? Ja! Sei gegrüßt! Naja, aber ich hatte auch überlegt, so ein zwei Infovideos zu machen. Erstmal eins, ob wegen ja oder nein. Also quasi, erstmal eine Umfrage machen. Ja, genau. Und das zweite halt von ungefähr. Okay, ich würde aber so machen, wenn ich du wäre. Ich weiß, du hast nicht immer wirklich Lust. Ich kenne dich schon gut genug dabei. Ja, ich würde ja auch nur ein Let's Play machen. Ja, ich sag ja so, mach einfach mal immer nur ein Let's Play. Und wenn du mal die Lust verlierst, nicht sagen, ich mache nie wieder Let's Plays, einfach mal, sagen wir mal, so eine Pause einlegen, fertig aus. Oh. Ich bin halt dann überlegen. Und das zweite Info-Video werde natürlich von ungefähr 4 oder 5 Projekten eins voten. Aber dann denke ich mir irgendwie. Bestimmt so Pokémon, dann hier Tales of Symphonia und so weiter, bestimmt, ne? Nee, Tales of Symphonia habe ich irgendwie aktuell nicht wirklich Lust. Also meine Auswahl wäre. Was ich persönlich am liebsten Let's Playen würde, wäre. Was kannst du dir bestimmt schon denken? Fängt mit M an. Mario 64? Nein. M-I. M-I? Mi. Und mit T hört's auf. Mit T hört's auf? Kenn ich das Spiel? Ja, und du hast es. Tales of Berseria? Nee. Mit ich wollte gerade sagen, es hört doch mit M-I. Ich hab das Spiel sogar. Es ist in einer Art Lego. Lego Avengers? Nein. Man baut. Minecraft. Ja, ne, endlich. Aber ich hab doch das Spiel doch gar nicht. Nein, ich hab. Hä, wieso? Du hast gesagt, dass ich das Spiel auch besitze. Nee, dass du es hasst. Ach so, dass ich es hasse. Ja. Ach so, ich hab gerade verstanden, dass du es hasst. Dass ich es besitze, habe ich gerade so interpretiert. Nee. So. Ich krieg hier noch einen Encounter, ich hoffe, ich krieg einen halbwegs guten. Aber nachdem machen wir jetzt eigentlich die Trainerkämpfe. Nee, Carpador. Wir sind Carpador auf Ruder 1 Begegner, was verreckt ist. Sonst wäre ich mit Carpador halbwegs zufrieden gewesen. Mein Garot ist auch nicht schlecht. Ja, okay, der wurde so abgeschwächt, aber wen juckt es? Wenn du Carpador fängst, dann musst du es Gott nennen. Oder Arceus. Und mein Encounter ist vom EO. Oh Gott, besiege sie einfach, ist nutzlos. Naja, los, rasierte Kuh! Stampfer! Ja, scheiß auf Romeo, ey, ganz ehrlich. Du musst es rasierte Kuh nennen. Na, zu spät. Außer würde rasierte Kuh nicht reinpassen. Wieso, du bist Lavandia, da ist der Namensbewerter. Außer würde rasierte Kuh nicht reinpassen vom Namen her. Ja, egal, man kann auch abkürzen. Eine rasierte Kuh muss rasierte Kuh heißen. Alter! Mach den Dreckstampfer! Rate mal einfach mal, das geil ist, ne? Das ist gerade erstmal der 14. Part und ich bin jetzt im Lavandia-Turm schon. Aber die Islands machst du ja auch alle, oder? Das werde ich noch schauen, weil ich habe erstmal habe ich nur gesagt, dass ich nur bis zur Liga mache, weil bis dahin ist ja das Ziel der Nuzlocke.
Aber ob ich jetzt, ob ich dann auch hier die Insel machen werde, das schauen wir mal. So Postgame vielleicht können wir mal machen. Na, um die machen zu können, musst du aber 60 Bockmen haben, das weißt du, oder? Ja, aber. Ja, okay, man kribbelt nicht nach dem Nationalpokédex, nachdem man hier, wie heißt der Scheiß? Alter, hier gibt es doch Teddy Ursa, willst du mich verarschen? Boah, wieso? Du hast ja Ursaring. Wozu brauchst du Teddy Ursa? Ursaring ist tot. Und dann benutzt Beleber. Oder eine Sammel, die man bekommt, was ich sagen wollte, man bekommt den Nationalpokédex nach der Liga, ne? Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr, ob man da. Ob man das jetzt nach der Pokéliga kriegt oder erst, wenn man die 60 Pokémon hat, ich weiß es gar nicht mehr. Das weiß ich auch nicht. Das ist schon ewig her. Das weiß ich auch nicht. Ich hab immer nur bis zur Pokémon-Liga gespielt, deswegen ja. Los, rasierte Kuh! Rasierte Kuh wird zum Gott. Benenne es um in Gott. Miltank, Miltank ist Ehre einfach. Ach, Miltank ist, naja. Ich wollte eigentlich erstmal Kadabra nehmen, weil ich dachte, dachte ich mir so, Alter, gibt's noch Jugendblut. Ist aber nicht das erste Jugendblut schon, was mir begegnet ist. Nein, wie kannst du nur? Logok! Was ich noch wir sagen, sehen uns in der Zukunft. Was ich noch sagen wollte, ach ja. Ich habe vorhin verloren. Irgendwas wollte ich gerade sagen. Ich habe aber vergessen, was. Scheiße. Ach ja, am Samstag gehe ich wieder nochmal zu Avengers Endgame ins Kino. Ach, schaust du den nochmal? Ja, ich war erstmal allein im Kino gewesen. Und meine Cousine war derzeit in Berlin gewesen und die wollten ja auch noch anschauen. Und deswegen gehe ich nochmal. Alter, das lohnt sich auch. Ja, aktuell ist das ja der zweit erfolgreichste Film. Ja, bis jetzt. Das Geile, da kam sogar noch in den. Alter, die Welt wird mich verarschen. Da kam noch besser an als Avatar eigentlich so in den ersten Wochen. Damals. Ich schätze mal, Avatar wird er überholen, es fehlt ja nur noch 700 Millionen. Das schafft er locker. Ich meine, ja. Endgame hat innerhalb... Ja, okay, man muss aber sagen, Endgame war ja auch heiß erwartet, ne? Ja, besonders nach dem Cliffhanger von Infinity War. Da war heiß erwartet. Oh ja. Aber auf jeden Fall hier, Avengers Endgame hat nach nicht mal 2 Wochen schon mehr eingenommen als Infinity War insgesamt. Ich weiß. Nee, das ist ja die Sache. Das ist einfach krass. Da sieht man, wie hart krass der Film ist, ne? Und auf den neuen Spider-Man freue ich mich auf jeden Fall auch. Ja, Mann. Das Spider-Man-Film wird nice. Besonders, weil er nach Infinity War ja spielt. Ja, das ist halt, dass Peter halt mit einer tragischen Sache klarkommen muss. Für die Leute, die halt Endgame noch nicht gesehen haben, will ich halt nicht sagen. Er muss mit Onkel Bens Tod noch klarkommen. Genau. Onkel Ben ist immer noch so tief im Herzen. Er ist ja schon zweimal im Film gestorben. Nein, er muss noch ein drittes Mal sterben. Oh, das war ein Spoiler. Obwohl, eigentlich kann man es hier sagen, weil der Part dauert. Nein, kein Wort. Es gibt Leute wie Keks, die werden bestimmt bis heute noch den Film nicht mal geschaut haben. Auch wenn der Part draußen ist. Nein, ich. Egal, Pech gehabt. Also, okay. Spoilerwarnung. So. Hulk wird sterben. Und er wird noch dümmer werden als je zuvor. Er wird niemals schlau werden. Das ist nichts Neues. Aber der neue. Alter, hier gibt es ja originale Nebulax, Alter. Ey, wollt mich verarschen? Was bekomme ich denn von Meo? Aber den neuen Hulk in den Film, das, als der das erste Mal so kam, dachte ich mir, what? Ja, okay, dass er halt so. Geil. Ich sag mal so. Ab hier gibt's noch weitere Spoiler, ne? Aber ich sag mal so jetzt. Ja, genau, Achtung, Spoilerwarnung. Ja, genau, Achtung, aber was ich halt am witzigsten fand hier so, wo Ant-Man das hier zum gesagt hat, ja, und dann Hulk so, ja, ich trage jetzt T-Shirts. Ich trage jetzt Ärmel los. Und ja, wir werden jetzt Spoiler machen, weil die nächsten Parts, die wir zusammen aufnehmen werden, werden wir, glaube ich, ein bisschen viel über Endgame reden. Auch über den kompletten Film an sich. Also, die es nicht schauen wollen, schaut die nächsten Parts nicht an, solange ihr Endgame noch nicht geschaut habt. Ja. Oder schaut Endgame und dann schaut die Parts. Ist mir egal, wie ihr es macht. Und dann die finale Schlacht hier, wo also Sam sagt... Die finale Schlacht war Legende. Die war Legende. Die finale Schlacht, die war Bombe, Alter. Besonders, ey... Aber die ganze Highlight in der gesamten Schlacht war Captain America mit dem Hammer. Oh ja, das war auch richtig geil. Das war die beste Stelle. Und dann noch Thor, Alter, aber ganz ehrlich, Thor. Ey, ich hab mich so weggepisst. Als aber Fortnite hat mich so in den Film extrem aufgeregt. Ich hab mir auch schon gesagt, so, Answer, what the fuck? Ich meine, die haben das doch nicht nötig, so ein Drecksgame zu promoten. Alter, ich bin sogar Sweet Goon. Tschüss. Ich hab das Sweet Goon schon, deswegen. Hier, nimm den Kleinen. Ja, genau so. So mit Namen so. Hier, nimm den Kleinen, der gehört mir.
Was mich jetzt aber frage, das Knorgel. Nee, ich kann das Knorgel gar nicht fangen, ne? Stimmt ja. Wollte schon gerade sagen, weil das wäre jetzt ein Kauder, aber ich kann das Vieh hier gar nicht fangen. Aber ich, was wird das jetzt eigentlich? Wird es jetzt wieder ein Knorgel oder was wird das jetzt? Oh, Knorgel. Aber was ich gut finde, dass Thanos nicht als Verzweifelten so hingestellt haben, als Tony halt hier die Infinity-Steine hat, dass Thanos hier seine Niederlage akzeptiert hat und nicht verzweifelt noch zu Tony hingerannt ist. Dass er wirklich seine Niederlage akzeptiert hat. Okay, Thanos ist ja auch so mehr so... Oh, wie soll ich das jetzt ausdrücken? Mehr so der Ehrenvolle einfach. So. Er hat so gesehen eigentlich zweimal seine Niederlage eingesehen. Einmal halt natürlich, wo sie hier am Anfang, wo Tony die Steine hatte und wo er sich dann einfach hingesetzt hat, weil er wusste, er hat verloren. Hm. Das war auch eine richtig gute Szene. Und das am Anfang war ja auch schon so klar gewesen, weil was soll er noch groß machen? Er hat alles erreicht, was er erreichen wollte. Ach, meinst du jetzt den Kampf gegen den ersten Thanos? Ja, von der Gegenwart. Boah, da hatte ich ja schon gesagt. Und ja, ich rede von Gegenwart, es gibt Zeitreisen dort. Ja, aber ich fand es halt ein bisschen schade, als wenn ich... Nein! Lol. Ich fand's halt, wie gesagt, ein bisschen schade. Okay, halt Keks ist tot. Scheiß drauf, ist nur Keks. Keks hier, wenn du das hier sehen sollst, ist es natürlich nur Spaß. Oh. Das gibt's doch nicht, Alter. Der hat einfach Vergeltung drauf. Wollte mich verarschen, der macht noch einen Volltreffer. Ich denke, hat jetzt gerade ganz kurz Blackout wegen Vergeltung. Hä, ist doch aber ein Geist-Pokémon wegen Swirlclub, dachte ich jetzt. Alles klar. War schon wirklich nicht wahr. Los, Dark Moon, Naturkraft! Speedest du die ganze Zeit? Was? Wieso speedest du die ganze Zeit? Keine Ahnung, es geht nur schon bei mir. Habe ich schon oft in den Parts auch gesagt. Das ist ja. Bei mir schon vor die Gewöhnung jetzt, vor allem von Livestreams auch her. Ah ja, und für die Zuschauer von Yume, was würdet ihr davon halten, wenn ich wieder Let's Playen würde? Vielleicht habe ich sogar bis dahin schon ein Infovideo gemacht oder rundum Frage. Ja, ah, ich weiß es nicht. Das kann auch sein, ey. Ich habe was Geiles, ne? Ich habe mich mal so umgeschaut, ne? So bei manchen YouTubern, die auch teilweise auch mal Let's Plays machen, die schon so 1000 bis 2000 Abonnenten haben, ne? Und ich mal ihre Parts so ansehe. Die haben wirklich weniger Aufrufe als ich. Und ich habe gerade mal sind 22 Abonnenten auf dem neuen Kanal. Meine Parts, also die ersten drei haben schon mehr als 50 Aufrufe. Part 1 hat schon fast die 80 erreicht. Naja, ist aber halt nur die Frage, wie lange das so bleibt. Ab dem 10. Part kann ja, es vielleicht auch nur noch 20 sein nach dem Tag. Ich will schon mit 20 zufrieden sein. Ich würde auch schon mit 20 zufrieden sein, ganz ehrlich. Aber ja, ich sag jetzt mal so vom Stand der Dinge aktuell jetzt halt, ja. Wie es jetzt spät aussehen will, keine Ahnung. Ich stelle mir alles vor und lade das alles früher auch hoch. Das ist ja die Sache. Ich mach ja Vorrat zum Versagen. Ich glaube, wieso lädst du eigentlich nicht pro Tag eigentlich ein Part hoch? Ich wollte erstmal so alle 2 Tage machen. So als Anfang. Na gut. Mal gucken, wie sich das heute entwickelt einfach. Oh, scheiße, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Du bist schuld! Du hast irgendwas von Let's Plays geredet. Ach, keine Ahnung mehr. Scheiße. Ich glaube, ein paar nenne ich das Ende einer Legende. Was für eine Legende? Hallo Kekse, Legende, Mann. Der hat auf den Arsch gerettet. Jetzt muss ich ohne Miltank klarkommen. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Ja, auch wenn es Miltank ist, aber trotzdem, es ist ein Keks. Egal. Keks wird wiederbelebt irgendwann, wenn ich einen guten Punkt habe, welche Million das nennt. Das ist ein Kapodor. Ah ja, genau, das wollte ich gerade noch sagen. Du bist ja so, sag ich mal, mit 20 Aufrufen zufrieden, hast du ja so gesagt. Ja, aktuell. Bei mir ist es halt so... Also quasi nur, was meine Let's Plays angeht. Wenn es Fanmates ist, will ich schon mehr erhoffen, weil du steckst ja auch selber mehr Zeit da rein, ja auch. Ja, das ist natürlich klar. Deswegen, ja. Bei mir ist es inzwischen so, sag ich mal, wenn Let's Play-Part, sag ich mal, unter 100 Aufrufe kriegen würde, würde ich irgendwie gar nicht wirklich zufrieden sein, ich weiß nicht. Ja, bei dir ist ja so, du hast erst mehr Abonnenten, sobald du mit deinen ganzen Videos kriegst du auch viel mehr Aufrufe aktuell als jetzt, sag ich mal, als von früher ist gesehen. Na, ich weiß echt nicht, ob ich so eine Rundumfrage machen soll. Ich bin halt schon wochenlang an überlegen, weil ich irgendwie schon Lust habe. Guck mal, ich hab auch wochenlang überlegt gehabt, gemein jetzt wieder anzufangen mit YouTube und hab's dann trotzdem dann durchgezogen. Jetzt mach ich sogar noch weiter. Ja, aber dann mach ich die Rundumfrage, dann sag ich mal, 50 Leute sagen ja und wie viel schauen denn die Parts? 5 Leute. Von mir haben 18 gemacht und wie viel kommentieren davon? 3, 4? Ich bin schon zufrieden, dass überhaupt 3 oder 4 Leute überhaupt meine Parts kommentieren. So ist es ja. Wie nehme ich jetzt rein? Ach komm, Suicune! Du bist der Ersatz! Crystal Meth, Alter! Und ich werde den Part genau in diesem Moment beenden. Wir haben schon bei 20 Minuten. Ich werde noch schnell das Layout noch schnell aktualisieren und nächstes Mal sehen wir uns wieder. War schon? Ja, wir sind bei 20 Minuten gleich.
Okay, Hashtag Wodka und Xemnas und kommentieren und ciao.